Ich bin Agent Louis Salinger. Ich leite eine Gruppe bei Interpol, die sich auf die Finanzgeschäfte des organisierten Verbrechens konzentriert. Nochmal zurück. Seit circa 2 Jahren erhalten wir Informationen über illegale Aktivitäten der internationalen Geschäfts- und Kreditbank. Wir gehen davon aus, dass die Bank unter Jonas Garson für das organisierte Verbrechen zur Bank der Wahl wurde. Jeder, der je gegen diese Bank vorgegangen ist, war irgendwann tot oder verschwunden. He's a volatile, passionate, committed, hot-headed Interpol agent who's obsessive, who, you know, is running around trying to make people believe and doesn't always do things the right way, but ultimately he is obsessive about trying to bring the bank down. Sie beschuldigen die weltgrößte Bank der Verschwörung und des Mordes. Ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Sie kommen dich holen. Und wenn nicht dich, dann deine Familie. Du gehst jetzt, damit ich nicht gehen muss. I play Eleanor Whitman, who's an assistant district attorney, for the New York office, Manhattan's office, and it's a great character. She's absolutely fearless and obviously operating in a man's world and gotta be very, very strong and very much on her game. Hier geht es um Kontrolle. Kontrollier die Waffenlieferungen und du kontrollierst den Konflikt? Nein. Der eigentliche Wert eines Konflikts, der wahre Wert, liegt in den Schulden, die er verursacht. Wer die kontrolliert, kontrolliert schlichtweg alles. Okay, es ist ein Film, es ist ein dramatischer Film, aber es ist basiert alles auf realer Recherche. Alles, was in dem Film vorkommt, ist sozusagen übersetzt, aus unterschiedlichen Ländern natürlich. Etwas, wo Verdachtsmomente nie zu Ende verfolgt werden konnten, weil die Spur sich irgendwann verlaufen hat. Beunruhigenderweise sind es oft die Banken, deren Namen wir oft gar nicht kennen, die am aktivsten sind eigentlich in diesem globalen Geschäft, in dem in letzter Instanz, wie bei uns im Film ja auch beschrieben, sogar Kriegskonflikte am Leben gehalten werden oder sogar irgendwie generiert werden, um Waffengeschäfte zu erzeugen. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Bank zu Fall zu bringen. Dazu müssen Sie die Grenzen der Legalität überschreiten. He got into places that other people, I think, who don't live in Berlin, who aren't German, would have got nowhere near. Government buildings, places that had never been shot before. So the whole Berlin experience was great. And because he's got an incredibly close, tight crew that he's worked with on all of his films, the whole operation was incredibly organized and smooth and easy. I think it's a thinking man's thriller. It's incredibly smart. It's fast-paced. You've got an incredible cross-section of locations and cultures and unbelievable production value. Sie sind nicht dazu befugt, mich zu verhaften. Wer hat was von verhaften gesagt?